Das weiß ich übrigens sehr wertzuschätzen. Ja. Jetzt spielt dann ein bisschen anders, mit einer Musikdose. Also, dass man halt für Sidequests Tracks bekommt, finde ich ganz, ganz hübsch. Musikdose ist trotzdem ein furchtbares Wort. Ja. Nennen wir sie doch Spieluhr. Nein, es ist eben keine. Aha. Oh. Hier, sieh mal, in diese Säule ist etwas eingeritzt. Ich dachte, es wäre ein Item. Säule. Drei Zahlen. Ob das wohl Koordinaten sind? Ich weiß, dass so Robin lesen, aber Robin ist beschäftigt. Ein Zielpunkt vielleicht? Oder ein Versteck? Schwer zu sagen. Ich gebe sie einfach mal in die Karte ein. Tipp, Tipp, Hackerman, in die Karte eingegeben. Das ist ja alles Magie. Es ist Magie, Roboter-Magie. Wie, was soll da? Widerstandswindeln? Schwindeln? Ich hab's, das war zu schnell. Kleine Erweiterung. Als ob sie nein ist. Ja, vor allem war das auch großes Geglück. Und hier gibt's eine Aufgabe. Und was jetzt? Was jetzt? Den besorgten Kameraden ignorieren. Nein! Das ist eine echte Zweckmühle. Was soll ich nur tun? Können wir nochmal mit ihm reden, ne? Ja. Wir Ending Z. Ja, er schießt sich. Was jetzt? Was jetzt? Ja, was ist denn los? Was ist denn los? Ja, was ist denn los? Du hast aber mehr. Du hast ziemlich viel Intuition. Vielleicht kann ich dir helfen. Sag, du bist doch aus dem Bunker, oder? Ja, ich habe da ein paar auszuliefernde Pakete. Oh nein. Aber ich krieg sie nicht aus dem Lager. Einer meiner Vorgesetzten sollte sich eigentlich darum kümmern, aber jetzt liegt es an mir und die Dinger sind komplett zugebaut. Dafür lässt sie meinen Kopf rollen. Ich muss die Pakete für den Transporter rausbekommen. Glaubst du, du kannst die Waren für mich herausbekommen? Ich finde sehr schön, weil genau dieser Sidequest haben wir unsere letzte Deadly Premonition-Aufnahme beendet. Ja, und dann bin ich erstmal in den Bar gegangen und habe Whisky getrunken. Hat dann gesagt, nein, ich muss jetzt los, muss jetzt noch einen Podcast aufnehmen. Hat er auch gemacht. Ja, ja, aber er schien mir sehr, sehr, also seltsam gut getimt. Ja, das ist schon, das ist eigentlich viel zu großer Zufall. Die werden dann immer Sachen vorgeworfen. Großig tausend Dank, also. Wirklich. Ich bin hin und her gerissen. Vertrauen war gestern. Ja, Vorwürfe sind heute. Seit du mit deiner Scheiß deinem Schleifenterror ankommst, hast du. Was für ein Terror? Marking objects likely to be the targeted packages. I can't get them out like this. So, Mats, du glaubst auf. Was? Da ist dir kein deutsches Äquivalent für eingefallen, war? Nope. Die denn? Nö, ich wollte es ja nicht sagen. Gut, Mats. Ich dachte, sie schiebt das gleich rein. Du hast wirklich alle gefunden, du bist ein echter Lebensretter. Alle habe ich gefunden, alle die eine Kiste. Du solltest wirklich die Lagerlogistik überdenken, da drin kann man ja kaum laufen. Boah, diese... Ernsthaft, da muss dringend aufgeräumt werden. Ich räume dir gleich mal deinen Kopf auf. Ich werde es mit meiner Vorgesetzten besprechen. Hier eine kleine Entschädigung für die Mühen. Alter, hier war ganz schön Auswäsche. War gute Scheibe. Ärger geschlichtet. So, jetzt müssen wir zu Pascal, was sagt das Start-Menü? Ich glaube schon. Es war auf jeden Fall Pascal. Ja, dann lass mal zu Pascal. Aktive Aufgaben? Ein paar. Aber so viel haben wir noch. Das sind noch ein paar Dinge, die wir noch gar nicht angenommen haben. Richtig. Also wir fliegen wieder ins Dorf. Ich glaube, du hast sogar noch ein paar Sidequests, die du annehmen kannst. Da, im Dorf oder hier? Achso, bei den... Auf dem Menü? Ah ja. Ey, guck mal. Das ist neuer. Wow. Seltsamer Widerstandsmann. Wunderbar. Dieses Kopfteil. Einfach wunderbar. Ich bin ein großer Fan. Ich wollte Tingle machen. Wenn du das ausrüstest, kannst du sie sehen. Du kannst die Welt sehen. Hör zu. Du kannst mir jede Frage stellen, denn ich bin allwissend. Los. Das ist so gut. E-Mails lesen ist so unpraktisch. Was ist das? Du musst ja jedes Mal zu dem Ding rennen, um deine E-Mails zu lesen. Das ist voll nervig. Ja, das stimmt. E-Mails können nur an Zugriffspunkten gelesen werden. Dass sie nicht direkt an Jura-Körpern gesendet werden, hat etwas mit dem Schutz von vertraulichen Geheiminformationen zu tun. Warum weiß er das? Aber es scheint auch viele Androiden zu geben, die diese Art der Retropost sehr mögen. Hör zu! Du kannst... Achso. Ja. Guck mal, das... Er kennt dich. Dieses Spiel kennt dich echt. Ja, aber nur weil es weiß, dass das Kacke ist, macht das nicht weniger Kacke.
Aber ah, hier, Gründe dafür. Hier werden Satelliteninformationen an Kartendaten in Kartendaten umgewandelt. Jetzt passt die besser noch Stimme. Noch besser diese Stimme. Der Auflösungsgrad der Satellitenkamera ist zu gering, weswegen Details und die Erdoberfläche nicht beachtet werden können. Auch andere Androiden haben sich schon beschwert, aber da kann man leider nichts machen. Aber es ist nicht sowieso viel lustiger, selbst quasi auf eigenen Beinen stehen, die verschiedensten Dinge zu entdecken, hint. Naja, finde ich damit ab. Ich mach hier nichts. Boah, ist das ins Gesicht gefurzt, ich glaub, ey. Das ist die Yogitaro-Hotel, oder was? Ja. Da, guck mal was. Wo? Diese Frage. Was ist die Währung dieser Welt? Das hat mir schon ganz, das hat mich schon ganz auch gefragt. Ganz hast du eine Blackbox? Erstmal nach der Währung dieser Welt. Achso, habe ich da gefragt? Ja. Achso, G. Was G ist. Grundsätzlich werden Überreste von zerstörten Gegnern zerlegt und zur Produktion neuer Produkte verwendet, die wir dann handeln. Das ist viel einfacher, als umständlich Eisen abbauen zu müssen. Je nach Schwere der Überreste und Wertigkeit der erhaltenen Teile wird der Preis festgelegt. Die Einheit lautet G. Wie man G ausspricht? Nun, das ist ein Geheimnis. Streng dich an. Nein, streng geheim. Blackbox sind die... Nein, was ist Blackbox? Aber ich weiß, was eine Blackbox ist. Bist du sicher? Das fragst du mich? Das ist doch Teil von euch selbst. So genau käme ich da nicht aus. Die Blackbox ist einem Körper der Hörereinheiten verbauter Fusionsreaktor. Aber die Konstruktionsweise ist uns Leuten im Widerstand nicht bekannt. Da gibt es das Gerücht, dass ganz mysteriöse Materialien dafür verwendet werden. Ich würde ja gerne die in eurem Körper mal auseinandernehmen und analysieren, wenn euch das recht ist. Nein, naja, dachte ich mir auch schon. Nein, es gibt keine Fragen mehr. Keine Fragen mehr. Die Antworten helfen mir nicht. Stell mir doch eine Frage. Ich bin so einsam. Ich weiß auch nicht, warum. Weil deine Antworten so gut sind. Wie aggressiv gemacht, der Typ, ey. Seine scheiß Stimme. Ich glaub, deine eigene Stimme ja, hat dich aggressiv gemacht. So ein Arsch. Wie redet der so? Und dann hat er auch noch sowas zu sagen. Ja, das Kacke wissen wir, machen wir, aber es ist mit Absicht Kacke. Finde dich damit ab. Finde ich damit ab und spüre was anderes. So, nächste Quest. So gut. Stimmt irgendwas nicht? Ich glaube, du musst. Ihr seid von Joha, stimmt's? Ob ihr wohl. Es ist so, dass ich kürzlich bei einem Handgemenge mit einigen Maschinenwesen den Kürzeren gezogen habe. Beim Kampf wurde ein Teil meines Speichers beschädigt, was mir heftige Schmerzen bereitet, wie ihr euch wohl vorstellen könnt. Es tut jetzt gerade sehr weh. Au, au. Nehmt zum Beispiel diese Fotos. Keine Ahnung, wann sie aufgenommen wurden oder was auf ihnen zu sehen ist. Ich weiß nur, dass sie wichtig sind. In Zelda habe ich auch so eine Quest. Mhm. Ja. Ja. Das ist eine der coolsten, dynamischsten... Wie soll ich das jemals machen? Ach so, Quests, die ich so lange in einem Open-World-Spiel gesehen habe. Weil du bekommst sie zuerst, ja? Ja. So, wie soll ich das jemals finden? Ja. Und dann habe ich dynamisch in dem Dorf, weil er gut platziert war, direkt davor nur getroffen, habe eine andere Quest gemacht und der konnte mir dann genauer sagen, wo dieses Bild war. Weil dieser Bilder mal. Das war sehr toll. Aber es macht auch sehr viel Spaß, weil es gibt so ein, zwei Bilder, die kannst du dir dann zusammensetzen. Du kannst, okay, von da sieht man das, das muss ungefähr da sein. Aber gibt es auch so Bilder, das ist einfach Wald. Wald, genau, danke sehr. Ja, cool. Das erkenne ich sofort. Ja. Das habe ich schon mal gesehen. Genau. Auch da, ach so. Wo ist das denn? Keine Ahnung. Oh, da waren wir noch nicht. Oder ist in der Stadt irgendwo? Ja. Ich verstehe ja, dass ihr beschäftigt seid, aber wenn ihr die Zeit haben solltet, mir zu helfen, dann wüsste ich das natürlich sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr die auf den Fotos abgebildeten Orte findet, schickt mir bitte die Koordinaten. Hoffentlich hilft mir das dann, meine fehlende Erinnerung wiederherzustellen. Wir geben dir Bescheid, wenn wir etwas finden. Danke. Bitte. Danke. Fotos. Geil, ich mag Fotos. Musik. So, jetzt können wir uns mal zu... Ich mag Musik. Also, wenn Danke. Du möchtest, kannst du ein paar Sidequests machen. Wir können uns aber auch zu Pascal... Nö, lass uns mal zu. Eine Frage an das Team. Achso. How long? One looks like the desert, and one looks like the forest. Let's keep our eyes open next time we're in any of those areas. 18 Zentimeter. Ja, von also... Das nach deiner sagen, Skala, wenn du von 10 bis 18 einfach den Rest weglässt. Kommt zum Punkt. Ich würde sagen, sollen wir noch mal zu Pascal, um zumindest zu gucken. Zu Pascal können wir noch. Zu Pascal können wir noch, ja.
Ein Anhaltspunkt fürs nächste Mal. Park Pascalsdorf. Ich könnte auch gerne mal im Chat schreiben, so, was ihr davon haltet mit der Herangehensweise. Ich glaube, das wird den Leuten auch ganz recht sein. Was, dass wir immer so wechseln? Achso, ja. Weil ja, ich meine, so wie mit John Paul, was der da so labert, oder das, wie werden Kinder gemacht? Ja. Das finde ich schon ganz sympathisch. Ich glaube, es gehört auch dazu. Ja, genau. Das ist halt einfach, das ist Teil des Worldbuildings, finde ich. Also das gibt diesen Gefühl für diese Welt. Das mag ich halt ganz gern. Ja, ansonsten fehlt, glaube ich, auch ein bisschen was. Ja, auch wenn die Kritik am Spielerischen bei der Zeitweise natürlich korrekt ist. Also das ist ja Blödsinn, was du machst. Aber für mich ist halt so das Geschichtliche macht das wieder Bett. Und gerade durch diesen Fast Travel ist das alles so neben. Ja, ich wollte gerade sagen, kann man das alles schon. Sei natürlich, du spielst erstmal 12 Stunden, bis du das freischaltest. Das Moment. Pascal war oben. Ja. So gerne links. Ja, ich will nach rechts gehen. Ach so. Oh, it's 9S and 2B, yes? Those machines cost quite the ruckus, don't you think? We need to talk. Of course. I'll help however I can. Pascal, warum hast du dich dazu entschieden, nicht zu kämpfen? Wir leben nun schon seit Jahrhunderten. Ich habe kurz, du sagst Jahrhunderten, ja, und ja, ich dachte, ja, es war einfach nur doof. Wir haben zahllose Freunde verloren, wieder und wieder. Aber es macht mir keine Angst, Freunde zu verlieren. Was mir Angst macht, ist die Tatsache, dass ich mich daran gewöhnt habe, dass sie alle sterben zu sehen. Dafür habe ich für mich beschlossen, dass es reicht. Weißt du etwas über die Aliens? Die Aliens? Du meinst diejenigen, die uns erschaffen haben? Tut mir leid, da gibt es nicht viel, das ich dir erzählen könnte. Wir haben seit Jahrhunderten gekämpft, ohne auch nur eine Nachricht von ihnen zu bekommen. Man könnte wohl sagen, die Tatsache, dass sie uns keine Befehle mehr gegeben haben, ist ebenfalls ein Grund für das Einstellen der Kämpfe. Yes, Pascal. Yes, Toby? Aside from this village, are there any other machines that are cut off from the network? Songstress you so kindly defeated in the amusement park wasn't part of the network. You mean that singing thing? Oh, and of course there's the Forest Kingdom, but... Forest Kingdom? Yes. It's a vast woodland area not far from here. There's a group of machines there attempting to build a nation of sorts. They're quite hostile to outsiders, however. We can't so much as go near the place. Where is it? Northeast of the city ruins. You should be able to reach it by passing through the ruins of the commercial facility. If you go, however, be careful. Things have been rather rough there lately. This Forest Kingdom sounds like something we should check out. Cool. Genau, das würde ich, das noch einmal out zu checken. Da gibt es nämlich einen wunderbaren Punkt, wo man aufhören kann. Okay. Als kleiner Teaser. Da können wir hin teleporten. Ja, ich meine, für euch geht's ja normal weiter, ne? Genau. Ist ja nur für uns ein Ab. Du kannst in eine Pause. Transporten bei Ruinenstadt zu Nahe Turm. Nahe Turm. Und da hinten siehst du Nahe Turm. Da ist Nahe Turm, da ist Ferne Turm, weiter weg. Näher dran. Dö-döp. Der Soundtrack ist sehr gut. Dö-döp. Ja. Wir haben heute vom wunderbaren Niklas, der uns praktisch das ganze Ding hier so gut designt hat mit seinem Papercraft. Überall sind die mittlerweile. Haben wir den Nier, die Nier Hacking und den Nier Automata Soundtrack geschenkt bekommen, weil er ein guter Mann ist. Selbst gemacht oder? Nee. Aus Papier gebastelt? Produkt. Ja, genau. Achso. Er hat die mit Papier eingespielt, alle. Papier auf Papierinstrumente eingespielt. Ich kann sagen, wo du lang musst. Einfach okay. Geradeaus quasi. Genau, da lang. Links. Da in das, die. Das ist das Commercial-Gebäude, was er meinte. Die eigentlich da links über die Brücke. Das Ding. Genau. Say, 2B. What? When do you think you'll be willing to call me Nines? 9S works just fine. Well, yeah, but. Immer gut, die haben Nines mit Neuner übersetzt. Nines ist ein phonologischer Spitzname für den Neuner nicht so ganz. Das hatte sie auch schon ein, zwei Mal gefragt. Ich glaube, da hat man jetzt mal drüber geredet. Ja. Yep. Dass er da sehr gerne ein bisschen freundlicher mit Tubi umgehen würde. Ist das hier unten ja wahrscheinlich dann, ne? Auf der Karte, weil hier ist ja nichts. Also wir sind auf dem Weg halt zum Forest jetzt. Ja, ich wurde nur da, weil er war. Ist ja irgendwas. Das ist ein sehr, sehr schöner. This must be the commercial structure Pascal was talking about. The records say it was once a facility known as a shopping center.
Ja, es hat seine kleinen Momente. Genau, es hat halt diese Momente, wo man denkt, boah, das ist gerade mega hübsch. Aber das Schöne ist, also, weil wenn du nur das so sehen würdest, würdest du auch schon, also ist okay, aber es wirkt noch besser, weil du von draußen reinkommst und draußen ist halt alles so, und dann kommst du so rein und denkst, Licht und kleine Partikelchen und hier ist eine alte Rolltreppe. Kleines Partikelchen. Du kleines süßes Partikelchen. Fliegst du hier so rum? Und guck mal hier, Moos. Oh, da muss gute Luft hier sein, weil Moos wächst nicht überall. Draußen Moos, drin Moos. Moos. Not bad, Tom, not bad. Wenn da einer drauf, Moos, wenn ein Moos bad, das ist. Ich geh mal hier rein. Nein, geh ich nicht. Oder doch? Oh, was haben wir denn hier? Guck an. Ein paar Ruckler. Ja, gar nichts. Dann war ich wahrscheinlich schon gar nicht so falsch mit der Rolltreppe, wa? Nee, doch zurück. Yes, Eisenerz. No getting through here. Maybe there's some kind of mechanism we could engage? Wrong. Some kind of mechanism. Hier führt ja aber gar kein rotes Kabel weg, dem ich folgen könnte. If we were human, we probably would have gone shopping and such here, right? More meaningless conjecture. You're so serious, 2B. You know that? Alert. Multiple machine life forms detected above our position. All hail the Forest King. All hail the Forest King. All hail the Forest King. Wie so ein Manowar Song. You're getting distracted. Well, what do you expect? I'm a scanner. Combat was never meant to be my forte. Wie es den rausgeschleudert hat. Sehr gut. Kannst du auch einen Special nutzen, gell? Stimmt. Check this guy. He's just running away. It's going to explode! Oh. No shit. What's that? Hey there, guys. What's up? This thing's weird, Tubi. Let's kill it. Wait, what? No. Good idea. No! Ein paar lustige Geräusche noch dazu. Was war das? Das hat auch gedacht. Ja. Pium, boing. Ja, und er hat auch Anlauf genommen, als er hierher gerollt ist. Bitte? Er hat auch kurz Anlauf genommen, bevor er hier in die Wand gerollt ist. Okay. Tja, haben wir also soll das ist er, ne? Mhm. Also was über ist. Ja, ich meine, war ja am Ende von dem Film, nur Kopf übrig. Aber warum, also der steckt in einem oder steckt er in jedem? Wald. Und wechseln unsere Waffen. Wald. Ich finde schon Waldgebiet. Das ist wirklich Wüstengebiet, Waldgebiet. Hier kommen wir jetzt Stadtgebiet. Links, gleich zum Safe Point, da können wir dann laufen und abweichen. Was seid ihr denn? Oh Gott. Forest King. Ach du lieber Gott, die Großen ziehen den Kleinen? Nee, der reitet einfach noch was auf. Ah ja, okay, natürlich. Und die haben Rüstung an. Rüstungen, ja. Ein kleiner Waldroboter halt, ne? Ja, Roboterritter. Ja, so Wikinger-Roboter. Roboritter. Aber sterben tun sie wie jeder andere Roboter auch mit einer kleinen Explosion. Cool. So, da liegt der kleine rote Kreis da oben. These machines. Ja. They were talking about a king, right? I saw what looked to be a castle further in. Echt? Maybe we should take a look. Ich mag dieses Gebiet sehr gern. Ja, ist eine schöne Abwechslung. Manchmal wünsche ich mir aber, dass es ein bisschen farbenfroher wäre. Also nicht nur diese gesamten gesättigten Farben. Ich weiß genau, was entsättigten. Ich glaube, die Optik ist auf jeden Fall so der eindeutigste Kritikpunkt, den man. Ja, da merkst du halt das Budget am meisten. Der offensichtlichste. Ja. Naja, ich meine, die Farben hätten wir ja trotzdem hochziehen können. Ja, aber das hätte jetzt
Also ja, das ist dann aber eher eine stilistische Frage als eine technische. Gut. Das sei ja, das Stil ist nicht so gut. Im Waldgebiet das nächste Mal weiter? Ja, es sei denn, wir hören einfach auf, ne? Dann machen wir nicht weiter. Ach, oder, wir spielen irgendwo weiter und dann aber ansonsten. Noch mal tragen gerade rein. Also wir haben Emil getroffen. Ist sehr schön, dass das erste. Getroffen ist. Das ist halt auch so krass, ne? Du hast diese Verbindung plötzlich. Ja. Endlich ein Charakter aus dem ersten Nier. Und er so, hey guys, let's kill it. Oh no, und ist weg. Und das war's. Okay, naja, gut. Das, da bin ich mal gespannt, wie sie das erklären. Ja, ja. Erklären. Oh, ich bin auch so gespannt. Wir haben auch so viel Cooles vor uns mit mir. Meine Güte. Das oh, wird das schon. Das war eine super geile Animation. Papa. Mach Report. No damage detected. Das ist das Beste, dass das geht. Das Krasse ist, ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich habe mir gerade selbst gedacht, bestimmt indem ich über das Touchpad streichel und es war tatsächlich richtig. Das ist, glaube ich, auch die einzige Anwendung des Touchpads auf dem PlayStation 4 Controller, die ich. Ja. Man kann den Tearaway damit zeichnen, tatsächlich. Tearaway hat da ganz gut. Egal. Tschüss. Tschüss.